geht weiter auf diesem Kanal mit den 25 Jahre-Sets. Ihr dürftet abstimmen und jetzt kommt das Review zu diesem R2-D2 mit unserer Special-Mini-Figur Darth Malak. Von allen 25 Jahre-Sets habe ich so das Gefühl, dass das hier eines der weniger beliebteren ist, denn wir haben ja schon einige UCS R2-D2s in der Vergangenheit gesehen und auch Darth Malak ist ein Charakter, den viele Personen nicht wirklich kennen oder sich schlicht und ergreifend nicht mit dem Legends-Universum von Star Wars befassen möchten. Ich persönlich sehe das hier als eine sehr gute Gelegenheit, um einen buildable R2-D2 zu bekommen, ohne gleich ein großes UCS-Set kaufen zu müssen. Unser Frontbox-Art hier zeigt einfach R2-D2 auf Tatooine mit den zwei Sonnen dort im Hintergrund. Dann haben wir noch das in Paint umgeänderte Box-Art. Mein absolutes Highlight dieser Box ist dieses Sidebox-Art, wo wir Darth Malak sehen, dann dieses 25-Jahre-Logo und ganz oben nochmal Lego Star Wars. Für diese Box ist übrigens die Darstellung dieser Minifigur einzigartig. Das haben wir bisher bei keinem anderen 25-Jahres-Set so gesehen. Warum auch immer. Hier haben wir nochmal die Rückseite der Box mit einem kleinen Bildchen, wo alle Funktionen von R2-D2 dargestellt sind. Ein nettes Leuchtpanel dort im Hintergrund. Ich glaube, das soll so ein Vendetta sein. Dort unten die kleine Plakette mit R2-D2 und natürlich unsere guten Eindrücksiegel. Selbst bei dieser großen Box konnte Lego es nicht lassen und musste uns natürlich Eindrücksiegel geben. Was auch sonst. Eine Sache, die alle 25 Jahre-Sets miteinander teilen, ist die Art und Weise, wie ich sie aufmachen werde. Denn um die Box hier oben zu schonen, schneiden wir wie üblich mit unserem Cuttermesser hier den Kleber durch. Man sollte auch treffen können. Dann auf mal zurück. Und schon können wir das Ganze hier einfach rausziehen. So, schütteln wir das Ganze einmal raus. Das ist ja ein ganz schönes Bündel an Tüten, was da gerade rauskam. Insgesamt haben wir bei diesem Set 12 Tüten. Das hier ist unser Stickerbogen. Ich sehe schon, wir müssen leider einige Details kleben. Das hier ist unsere designfreie Anleitung. Wir haben vorne drauf R2-D2 mit allem drum und dran. Auf der Rückseite nochmal die Win-Seite. Hier hinten haben wir klassischerweise, wie bei allen Sets, die Teilauflistung. Dann haben wir hier nochmal R2-D2 aufgebaut mit einer kleinen Filmvorlage. Wenn das Ganze aufgebaut ist, sollte es so aussehen. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. Vorne beginnen wir in der Anleitung übrigens wie immer mit Werbung für die Builder-App. Dann auch ein wenig Werbung für 25 Jahre Lego Star Wars auf lego.com. Und dann geht's schon direkt los mit Baustell Numero Uno. Ich finde sehr interessant, dass sich diese Anleitung nicht wie bei der Invisible Hand nach dem Diorama-Standard richtet. Man erkennt es ja vor allem am Hintergrund, das ist nicht dunkelgrau, sondern das klassische Hellgrau wie bei allen Standard-Sets. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das Ganze aufgebaut habe. Ja, und so circa 4 Stunden später sind wir dann auch fertig mit Bauen. Hier steht er dann vor euch ganz und gar ausgeklappt mit der Plakette R2-D2 und natürlich Darth Malak. Das hier ist unsere kleine Tüte an Ersatzteilen. Unsere erste Minifigur in diesem Set ist unverkennlich R2-D2. Dieser kommt übrigens hier in diesem Set mit einer Rückenbedruckung, was mich sehr verwundert hat. Ansonsten, ja, standardmäßiger R2-D2. Ihr kennt ihn alle, ihr habt ihn alle. R2-D2 hat hier seinen festen Punkt auf dieser Plakette, welche übrigens Gott sei Dank ein bedrucktes Teil ist. Dann könnt ihr nochmal die ganzen Daten ablesen, wo R2-D2 zum Beispiel hergestellt worden ist oder was seine Aufgaben sind. Unsere Anniversary-Figur in diesem Fall ist Darth Malak. Dieser kommt mit einer netten bedruckten Plakette hier. Wie auch schon Fives im Boarding Detente 4 Set. Wir haben das milchig-rote Lichtschwert und man glaubt es kaum, Darth Malak hat ein schwarzes Cape. Ganz nett bei ihm finde ich auch seine Torso-Details hier mit diesem roten Gewand, wo man im Licht ganz gut die Striche hier überall erkennen kann. Am meisten an der Minifigur mag ich allerdings den silbernen Gürtel, welchen man hier sieht. Der ist nämlich zur Hälfte auf den Bein bedruckt worden, also auf der Hüfte, und zur anderen Hälfte auf dem Torso. Finde ich sehr, sehr cool. Mit der Geschichte von Darth Malak kenne ich mich jetzt nicht so sehr aus. Auf jeden Fall hat er ja eine Verletzung erlitten, weshalb er hier diesen mechanischen Unterkiefer hat. Ohne diesen sähe Darth Malak nämlich so aus. Ziemlich gruselig. Unser Set in diesem Fall, R2-D2, ist übrigens der erste buildable Character, den ich in meiner Sammlung je aufgebaut habe und er macht sich echt gut. Der Bau wird auf jeden Fall nie langweilig, man hat sehr viel Vielfalt und hier drin im Torso befindet sich ein Gestell, welches man parallel baut, aber durch ein nettes Farbspiel da drinne kommt man auf jeden Fall zurecht. Unseren R2-D2 können wir in zwei grobe Stellungen positionieren. Das ist einmal diese hier, ausgeklappt, so dass er fährt, oder in eine stehende Position. Dazu nehmen wir hier unten diesen Standfuß einfach raus, der ist hier mit so einem Technik-Pin einfach nur unten reingesteckt und schon kann R2-D2 ganz normal gerade stehen. Ja, dieser Technikfuß ist an sich ganz normal gebaut. Das Einzige, was mich jetzt hier stört, ist der blaue Pin, der dort rausguckt und dort rausguckt. Es wäre doch nicht so schwer gewesen, wenn man das in grau gemacht hätte. Und auch die Beine von R2-D2 sind nicht frei von blöd gefärbten Pins, die irgendwo rausschauen und auch nicht frei von irgendwelchen Lücken, die zum Beispiel da oben bei den Beinen hervortreten können. Hier auf diese Technikachse wird das ganze Bein dann übrigens raufgeschoben, dann auch mit ein paar Details versehen. Man sieht ja dort ein paar Stangen und Lüftungsgitter. Die Details hier unten mit den Kabeln sind mit solchen netten Indiana Jones Peitschen geregelt worden. Gibt dem Fuß auf jeden Fall ein schönes Gesamtbild.
gekoppelt. Beide Beine sind übrigens parallel gebaut. Und dann sprechen wir jetzt mal über den Torso von R2-D2. Was mir persönlich hier zuerst ins Auge sticht, sind einfach die Sticker-Details, welche sich hier, hier und hier befinden. Lego ist ja ein Spezialist, was unterschiedliche Weißtöne angeht. Ach, und hier unten ist auch noch ein Sticker, habe ich vergessen. Die Detailarbeit hier in der Mitte ist Gott sei Dank nicht mit Stickern geregelt worden. Da sind richtig schöne Brickbuild-Details. Als so eine Art kleines Play-Feature haben wir links und rechts zwei von diesen Armen. An der rechten Seite hätten wir hier diesen kleinen Greifer. Und an der linken Seite hätten wir diesen schönen Computeranschluss. Auch wenn ich glaube, dass Lego den hier falsch rausklappen lässt. Der müsste eigentlich von oben nach unten fallen. Und für die Leute, die diesen Look der Arme nicht mögen, hat Lego dem Set diese zwei Fliesen mit hinzugefügt. Da können wir nämlich ganz einfach, zack, hier den Arm abnehmen und diesen Arm hier abnehmen. Und mit den beigefügten Fliesen einfach diese schwarzen Lücken hier wieder verschließen. Finde ich sehr cool. Beim UCS R2-D2 sind die Arme ja eh einklappbar. Aber bei der Größe haben sie es anscheinend nicht gut hinbekommen. Hätten sie mal zwei Praktikanten mehr eingestellt, dann wäre es vielleicht was geworden. Ein ähnliches Prinzip der abnehmbaren Teile findet sich auch am Kopf wieder. Wenn wir diesen mal drehen, gibt es nämlich hier ein kleines Sichtmodul. Dieses ist ebenfalls hier nur angesetzt worden. Obendrauf auf R2-D2 befindet sich auch das zweitgrößte bedruckte Teil dieses Sets. Was wir dann wieder mit Sticker geregelt haben, ist dieses Detail hier links am Kopf und dieses Detail hinten am Kopf. Der Kopf selber ist von innen drinne hohl und ihr baut quasi alle Paneele einmal außenrum ran. R2-D2's Auge hier vorne ist auch leicht verstellbar und natürlich ist der Kopf 360 Grad drehbar. Was man auch leicht verstellen kann wie das Auge, sind diese Dinger hier. Ich glaube, das sind Projektoren. Die finden sich hier wieder, hier oben wieder und da wieder. Von den Details des Kopfes abgesehen, haben wir eine nicht so detailfreundliche Rückseite von R2-D2. Ich meine, was will man da auch großartig detaillieren? Es ist ja nur eine blanko-weiße Seite. Die Details hier sind mit Stickern geregelt worden und das hier in der Mitte ist wieder Brickbuild. Ich glaube, das ist so ein verschießbarer Saugnapf. Ja, und ansonsten war es jetzt auch wieder mit dem R2-D2. Ein netter, kleiner Brickbuild-Charakter, den wir alle kennen und lieben. Ob es der richtige Brickbuild-Charakter für die 25 Jahre war, weiß ich ja nicht. Meine ungefähre Reaktion für den Preis sollte auf jeden Fall diese hier sein. Die 25-Jahre-Figur, ja, weiß ich nicht, ob die jetzt so gut passt. Muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ist auf jeden Fall eine nette Edition zu Darth Revan. Ich glaube, ohne diese kleinen abnehmbaren Module wäre R2-D2 nur halb so cool. Alles in allem würde ich den Set auf jeden Fall gute 8 von 10 Punkten geben. Dafür reicht es meiner Meinung nach auf jeden Fall aus. Ich hoffe, das Review hat euch soweit gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Set findet oder ob ihr es noch kaufen wollt. Und dann hören wir uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin, ciao, ciao.